Es ist gut, dass ihr gekommen seid. Herzlichen Dank dafür. Demnächst werden hier nicht wie jetzt 350 Menschen stehen, sondern die 24.000 Kinder, die im Jahr bei uns erwartet werden und die nicht mehr hinein können. Sie können nicht hinein, weil das Museum durchaus nicht geschlossen ist, sondern total vernichtet wurde. Was vorgesehen ist, ist die völlige Demontage und Liquidation des Altonaer Museums. Das setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen: Entfernung des erfolgreichen Museumsteams, was jetzt zu großen Aufgaben aufgerufen ist und die bereits schon eingeläutet hat. Unser Netzwerk ist aktiviert nach außen. Was vorhin Museumsarbeit ist, ist jetzt eine andere Museumsarbeit, deutschlandweit. Was vorgesehen ist, ist nichts weniger als das geistige Zentrum Altonaers ausradieren. Das Altonaer Museum ist das Herz von Altona. Ihr alle und demnächst noch viel mehr sind für dieses Herz von Altona der Schrittmacher. Helfen wir alle zusammen mit diesem Schrittmacher und diesem starken Herzen, dem Senat Beine zu machen. Die beschlossene Schließung des Altonaer Museums hat bereits ein deutschlandweites Echo. Wir bekommen Reaktionen aus Ecken der Republik, von denen wir bisher nicht ahnten, dass es sie gibt. Das Fatale an dieser Schließung ist nämlich, dass sie nicht nur von schrecklicher Bedeutungslosigkeit ist, sondern Altona im Kern trifft und vor allen Dingen unsere Schwesterstadt Hamburg der lächerlich preisgibt. Diese Lächerlichkeit ist das Dümmste, was eine Handelsstadt machen kann. Denn nirgendwo wird man Hamburg als verlässlichen Handelspartner mehr anerkennen, sondern als komische Figur. Die schrägen Nummern dieser komischen Figur sind allerdings mit Musik begleitet. Mit Musik, die ich persönlich sehr schätze, von unserem international bekannten Polizeiorchester. Es ist gut, dass gerade dieses erhalten wird, weil es sonst die Flöten und die Tuten und die Trommeln bei uns in unserem nicht existierenden Lager, was ja demnächst dann kommen soll, mit hätte einlagern müssen. Und unter den 680.000 übrigen Dingen hätten sie ihr Tute nie wiedergefunden. Bleiben wir also dran. Offensichtlich ist eine tödliche Hast angesagt, denn wir haben den großen Fehler begangen, erstens, dass wir zu bekannt sind. Darum hat die Kulturbehörde ein bekanntes Institut in die Waagschale der Sparerei gelegt. Zweitens, wir liegen an zu prominenter Stelle. Drittens, wir sind Altona und nicht Hamburg. Vor allen Dingen das Gefährlichste. Das Gefährlichste sind die Grundpreise in Altonas Altstadt. Die Grundpreise in Altonas Altstadt betragen pro Quadratmeter zwischen 2.500 und 3.000 Euro.
sodass die avisierten 1,8 Millionen, die der Senator mir nannte, als Grundstückspreis offensichtlich ein Dumpingangebot an obskure Stelle ist. Wenn man herausbekommt, wer dahinter steckt, hier rein zu wollen, ist der Feind erkannt. Wenn man ihn erkannt hat, kann man ihn erfolgreich nicht bekämpfen, denn wir sind ja friedlich, sondern das machen, was der stumme Protest sonst auch immer tut, den Gegner lächerlich machen. Lachen Sie mit uns!